Willkommen zu einer weiteren Folge Juice 2 hin. Wir befinden uns immer noch in der Weltliga, oder in der Weltklasse, und haben noch 16 Herausforderungen vor uns, oder 16 Ziele genauer gesagt. Wir können fahren, Extreme Nitro Team Rennen. Was fahren wir denn? Ich würde mal sagen, wir fahren das hier. Das hört sich gut an. Das können wir nicht fahren, weil wir keinen Prototyp haben. Genau, da war ja was. Drift. Nehmen wir das hier. 3,5 Millionen Punkte. Auf meiner Lieblingsstrecke. Mal schauen, wie das diesmal wird. Ja, mal gucken. Diese Driftstrecke ist eine Klasse für sich. Battle Royale, bist du würdig? So. Dreieinhalb Millionen Punkte. Da habe ich wohl Pech gehabt. Gut, da habe ich den Wagen etwas überdreht. Fängt ja schon wieder gut an. Um so zu driften wie Wagen 1 braucht man Talent. Und Konzentration, ansonsten klappt das nicht. Er könnte zu spät gewesen sein. Und doch nicht. Und noch gefangen können, abfangen können den Wagen. Oh, beinahe wäre ich zu langsam geworden. Man hat gehört, dass der Turbolader die ganze Zeit gezündet hat. Beziehungsweise das Pop-Off-Ventil vom Turbolader. Hat da jemand mal die Runden mitgezählt, wie viele Runden wir jetzt hier drauf schon fahren müssen, nur um diese 3,5 Millionen zu erdriften? Ich weiß, wir sind schon bei 4 Millionen angekommen. Aber es macht gerade so viel Spaß. Das war gerade knapp. Millionen Punkte. Um so zu driften wie Wagen 1 braucht man Talent.
Irgendwie geht das hier gerade viel von selbst. Das wird gleich in der nächsten Kurve nichts. Sag ich doch. Geht doch. Herausforderung geschafft. Ich hab's gemerkt, weil ich in dieser einen Kurve, wo ich gerade gesagt habe, das wird in dieser Kurve nichts, bin ich zu weit rechts gewesen. Dadurch war mir klar, dass ich die nächsten zwei Kurven nicht mehr schaffe. Aber wir haben es ja halt geschafft. 2 Millionen Punkte fast mehr als benötigt. Na, haben wir also. Und das gleich beim zweiten Anlauf? Na, Respekt. Für die 1 Million Punkte beim letzten Mal ein bisschen mehr gebraucht. Ich denke, da ist mal so an 50 Minuten in einem Stück nur driften und das schaffe ich trotzdem nicht. Ja. So, haben wir noch 15 Ziele vor uns. Gewinne ein Ausdauerrennen, das sieht doch ganz gut aus. Ja, 7 Fahrer, 21 Kilometer. Ich nehme Deutschland, das geht schöner. Wir nehmen Skyline. Hat mal mehr Spaß. So, schauen wir mal. Sehr viele Serpentinen, das könnten die sein. Ah, die eine Kurve gefällt mir nicht. Die vor den Serpentinen. Vertigo Ridge, wir kommen! Einfacher als das hier geht nicht. Zeit für eine Rundstrecke. Ich würde mal sagen, wir wetten wieder ein bisschen. Mit ihr. Ich weiß nicht, gegen wen wir eigentlich wetten müssen. Müssten wir mal nachgucken. So. Es ist mir eine Ehre, gegen dich zu fahren. Naja. Immerhin etwas. So. Bobby könnte mal bitte rennen. Hat er jetzt keine Lust zu. Ich möchte einmal jetzt nur das Rennen gewinnen. Wagen 3 rutscht eine Position nach hinten. Autoteile liegen überall auf der Strecke. Heute gehen die Fahrer auf Tuchfühlung. Das ist mal ein ordentliches Nitro-System, das Wagen 4 da auspackt. Seht euch die Drift-Technik von Wagen 2 an. Um so zu driften wie Wagen 1, braucht man Talent. Oh. Das hat Wagen 2 wohl in einen Schrotthaufen verwandelt. Irgendwie. Das sieht übel aus. Wagen 4 ist gerade bei hohem Tempo in die Wand gekracht. Ah, jetzt wird er wieder lauter. Würde sich gerade so leise an der Skyline. So hält man ein Auto auf die schmerzhafte Art an. Wagen 5 hat die Wand gerammt. Irgendwie. Jetzt aber. Wagen 4 fährt seitwärts um die Kurve. Irgendwie bin ich jetzt zu frutschig mit dem Auto. Wahnsinnsdrift von Wagen 5. Ja, ein bisschen Nitro raus. Durchgeknallte Nitro-Action von Wagen 7. Ja, hier ist besser. Wagen 5 gibt einen Platz ab. Nur man sollte es nicht zu lange machen wie ich, dann bremst man in der Luft und fliegt in die Wand. Wagen 6 fährt mit hohem Tempo vor die Wand. Übel.
Wagen 7 hat gerade eine persönliche Rundenbestzeit aufgestellt. Wagen 7 ist gegen eine Wand gefahren. Mal sehen, ob alles okay ist. Zum Glück war das nicht mein Auto. Also die haben da einen heißen Verfolger am Hintern. Ah, das fand ich gut. Wagen 5 ist heiß. Ladies and Gentlemen, Wagen 4 hat gerade die Absperrung gerammt. Einen Platz rauf geht's für Wagen 3. Wagen 3 macht vor, wie man eine enge Kurve fahren muss. So, ab durch den Tunnel und dann kann man Nitro wieder einsetzen, aber nicht zu lang diesmal. Wagen 2 hatte einen Unfall mit der Wand. Das müssen wir uns für das Best-of aufheben. So, eine Runde noch. Wagen 6 drückt auf den magischen Knopf und geht voll ab. Oh, Wagen 7 knallt volles Pfund vor die Mauer. Hoffentlich ist er gut versichert. Ist das meine Stoßstange gewesen? Ich wette, Wagen 4 wollte das nicht. Wenn ich denn hier? Sollte man aus dem Weg gehen. Wagen 4 knallt mit voller Geschwindigkeit vor die Mauer. Das muss wehtun. Wow, diesmal habe ich den Winkel richtig getroffen. Jetzt reicht der Nitro. Wagen 7 zeigt uns, wie man solch schwere Kurven nehmen muss. Und mit Nitro. Ja, geht doch. Wagen 7. Wunderschön. Naja. Fast 2 Sekunden Vorsprung gewonnen. Na, ich würde sagen, ich hätte Deckschussstange verloren. Yep. Die ist nicht mehr dran. Nur das Ausdauerrennen gewonnen. Ist ein wenig. Würde ich mal so behaupten. So, jetzt schauen wir mal. Das wird also ein hartes Brot. Jedes Mal zu schauen. Also jedes Mal nur ein Event zu schaffen. Oder ein Ziel zu schaffen pro Rennen. Was haben wir denn noch so? Ein Team Rundstreckenrennen. Och, Gottchen. Können wir das noch fahren? Nein, können wir nicht. Wir haben nicht genug Fahrzeuge dafür. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss.